Guten Tag und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich wärmsten Minecraft-Aufnahme ever. Ah, Gott, ich schwitze. Was? Ich bin noch gar nicht in der Wüste. Ne, also eigentlich nicht, aber gefühlt ist es so wüstenwarm gefühlt draußen. Ist, ja. Wüstenwarm ist aber auch eine echt schöne Bezeichnung. Wüstenwarm? Nein, Wüstenwarm ist ja eigentlich nochmal anders als warm, wie wir es jetzt haben. Ja, schon. Ist deutschlandwarm. Ja. Wüstenwarm ist eine trockene Wärme, das heißt, es ist eigentlich nicht so schlimm wie das, was wir haben. Das stimmt, aber ich sitze trotzdem gerade und... Klugscheißmodus off. Warm. Warm. Warum? Ich friere. Mir ist den ganzen Tag kalt. Ja. Du bist doch so eine Frostbeule. Nee, ich... Schatten war das friert. Nein, so, wir wollten heute mal Unfug machen. Unfug, wie immer. Wir machen dasselbe wie immer. Was wollten wir denn machen? Wir wollten an Dingens weiterbauen. Wir wollten so tun, als könnten wir lesen. Und damit wir das tun können, tun wir an der Bibliothek weiter tun. Ja, das machen wir jetzt auch. Ganz freudenerfüllt. Auf zur Bibliothek. Hui, Vorsicht, Lampe. Au. Oh, ich hab Kopfschmerzen auf. Die nächste. Oh, Mann, ey, jetzt ist mir schlecht hier. So. Bam. Den Eingang müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Jubi springt alle Lampen an, ja. Eingang. Ausgang. Eingang, Ausgang und die Ecken hier, da müssen wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Jawohl, dann hier den Bibliothek... Oh, stimmt, wir müssen den Bibliothek... Komm, wir weihen den Bibliotheksraum ein mit dem magischen Buch der Weisheit. Oh, stimmt. Ich hab's dabei. Puff. Aber du weg. Und jetzt. Huch. Weg. Ich seh nix. Trommelwirbel. Warte. So. Trommelwirbel, bist du soweit? Ja, Trommelwirbel. Ich trommel, ich kann dich trommeln. So. Oh, das ist ein Verzauberungstisch. Der ist so mächtig. Der ist so mächtig, weil rundherum Bücher sind. Ach nee, das ist ja schon mal doof. Deswegen können wir jetzt. Ist so mächtig. Machen, wenn wir epische Level haben. Nicht so wie ich, der ich von Spinnen getötet werde. An Spawnern. So mächtig. Aber ansonsten könnte man da voll viel Spaß haben. Ja, könnte man. Wahlweise. Ich möchte ja nicht. Ich meine, Spaß haben, das ist ja für mich gar nichts. Ich mag ja keinen Spaß. Nee, das mag eigentlich keiner so richtig. Spaß ist doof. Was wollten wir hier oben eigentlich machen? Eine Terrasse wollten wir ja doch hier hin sitzen. So hier oben war das? Nein, also hier da beim Ausgang. Dann, hier kommen wir raus und dann so eine Terrasse hier. So ein bisschen. Ja. Hab ich eine Schaufel? Jawohl. Weil ja, aber vorher muss ich mal mein Inventar leer machen. Weil vielleicht brauchen wir noch mal Erde, um zum Beispiel irgendwann mal Jubis Haus zu verbuddeln. Oder so. Eines Tages komme ich auf dem Server und mein Haus ist wieder eingebaut. Ja, das nennt man Gebäuderückbau. Nein, ich habe so mühevoll ausgegraben. So, was machen wir denn mit dem Eingang? Lass uns erstmal den Eingang machen. Okay, warte, erstmal muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Das. Ich lage einfach mal meinen ganzen Müll ein. Mach mal. Lage ich nicht ein. So, oh huch, da war der Juwi. Hallo. Moin. So, was machen wir aus dem viereckigen Ding? Es sollte auf alle Fälle ein anderes Material her. Okay. Finde ich jetzt, ne? Kann man machen, weiß ich nicht. Welches denn? Ich meine, drin ist halt auch alles kabelig. Ja, yeah, aber muss es davon aus. Wir können es auch lassen. Vielleicht sollten wir einfach hier ein bisschen dann das Ganze auflockern. Das sieht halt alles sehr, sehr eckig aus. Ja. Eckig und gondig und es ist irgendwie nicht so geil. Ne. War ja auch erstmal nur so dahin gebaut. Wollen wir ein Dach draufsetzen? Aus Holz. Man könnte so ein Dach hier so halb aufbauen, ne? Also hier oben. Ja. Eben. Das ist dann aber schon, ja, das wird dann schon recht spitz, würde ich mal sagen, oder? Ja, ist ja okay. Ich meine, so ein Spitzdach, so Zaubererturm-mäßig. Ich meine, sind ja Bücher drin. Ja. Ich habe Kohle gefunden, ich baue erstmal Kohle ab. Grats. Yay. Aber aus welchem Holz?
fragte er sich. Tja, was Edles. Da brauchen wir was Edles. Was sieht denn edel aus? Welches Holz? Fichtenholz? Fichtenholz war ziemlich hell. Nein. Oder? Ach nee, Fichtenholz war so. Fichtenholz war das dunkelste. Was es gibt. Mit den, hier, was war das an der Birken? Guckst du? Da, bam. Gut, da ist jetzt die Frage, wie sieht das als Treppe aus? Hier, wo Gucke mache. Als Block sieht aus wie Scheißendreck. Sieht aus wie Fuß von die Fuß. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, aber na gut. Ich find's irgendwie hässlich. Da. Für ein Dach ist es nicht schlecht. Weil das halt so ein bisschen genagelt ausschaut. Ja. Hast genagelt gesagt. Geil. geil gesagt. Dach, ich sagen, kann man es aber hernehmen. Guck mal, ich stehe auf einem schwebenden Block, das ist mein schwebender Stuhl. Ah! Ja, das Problem ist bloß, da müssen wir irgendwie Fichtenholz holen. Da haben wir, hier haben wir, warte mal, Samen drin, nicht Samen hier, Knochen. Ich sag, Samen gesagt. Samen, ja. Oh Gott, heute wird's aber wieder schlimm hier. Ja, heute ist wieder schlimm. Ja, also das ist, ne. Das ist irgendwie, wir haben in, glaube ich, 3 Truhen haben wir hier Fichten, die Eichensetzlinge drin. Gut, Warte mal, in der Ecke war noch eine Truhe, was ist denn da drin? Ich glaube, ich hatte hier vors Rathaus komplett gestellt. Weil irgendwo hatten wir noch ein paar, was waren es, Birken? Nee, Fichten. Ich hab schon vergessen, Fichten. Fichten. Nee, warte, ich weiß irgendwo. Wo, hier müsste bei Dingens sein. Dorf? Bei Garten. You know, bro? No. Bei Garten, Alter. Hallo bei Deutsch. Wir kommen in Garten. Nein, da sind sie auch nicht. Fuck. Hab ich die irgendwo gepflanzt? Birke, Eiche, Feuerzeug, Erde. Vielleicht hab ich die wirklich irgendwo gepflanzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Suchen wir... Such den Baum. Suchen wir Bäume. Wer einen Baum findet, hat gewonnen. Ich sehe keine. Ich auch nicht. Ich hatte hier auf jeden Fall mal welche angebaut und ich hatte auch relativ viele Setzlinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle hingebaut habe. Willkommen übrigens bei einer professionellen Minecraft-Aufnahme. Ja, wir haben uns super vorbereitet. Übrigens ja. Den ganzen Tag haben wir überlegt, Machen wir das und was machen wir da? Und wir haben natürlich Konstruktionsskizzen angefertigt und alles, ne? In grober Kleinarbeit, also... Also, genau genommen auf so Karo-Papier. Ja, also auch nicht mal auf Karo-Papier, eigentlich gar nicht. Ich meine natürlich, ja, haben wir. Ja, wir haben uns heute auch schon voll lange gesehen, gehört, gerochen. Ich bin gerade heimgekommen, hab kurz geguckt und dann habe ich gesagt, Juvi! Jetzt oder nie, Biatch. Ok. Ja, ich gehe mal kurz nach Hause und guck, ob ich die vielleicht aus... Ich schau auch gerade bei mir. Und aus Gier eingelagert habe da drin. Ich hab da nix. Es ist nie. Alles, ich jammer nicht so viel. Na, lass mir auf. Garstiges Elben. Ja, ich hab noch einen. Wuhu. Yay, Grats, wir haben ganz einen Setzling. Das wird ja zum Glück auch gar nicht lange dauern und so. Aber wir hatten ja, irgendwo hatten wir hier in der Nähe auch Eisgebiete. Aber ich sehe gerade, ich habe schon mal noch 64 Holzdinger davon. Immerhin. Mal gucken, vielleicht habe ich hier auch noch was. Ne. Ich schau mal, ob ich hier irgendwo Eisgebiete finde. Tundra-Gebiete oder so. Du hast das Knochenmehl, lauf nicht so weit weg. Ja, wir pflanzen vor der Bibliothek, würde ich sagen. Ich habe auch kein Knochenmehl, ich habe Knochen vor der Bibliothek eingelagert. Eisgebiet war, glaube ich, hier so hinter dem Berg. Also wenn du quasi hinter der Bibliothek irgendwo rumwuselst. So, mit 63 Knochenmehl sollten wir doch ein, zwei Bäumchen zusammenkriegen, oder? Ja, definitiv. So. Hier macht jemand gerade das Licht aus. Ja, ist okay. Ich mach schon. Genau, mach mal an. Ja, wir müssen noch schreiben können. Das wäre ganz praktisch zum Licht anmachen. So ein scharfes S ist halt keine Null. Nein. Man hat's mir angezeigt, Moment. Scharfes S ist keine gültige Zahl. Warum nicht?
Bam. Ich finde, das ist voll die gute Zahl. Okay, okay, okay. Jetzt hier, du musst beten. Betest du? Nein. Yay. Oh, unser Götterkult hat einen Baum erschaffen. Aus dem Nichts. So. Und sonst so? Ja, alles okay. Und bei dir? Alles gut. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Wenn ihr diese Folge seht, habe ich letzte Nacht meine erste Folge von Remember Me hochgeladen. Whee! Und ihr seht die Folge morgen. Also, eigentlich seht ihr die Folge heute. Jetzt genau genommen. Also, definiert das. Also, ich habe wahrscheinlich die zweite Folge hochgeladen. Genau. Yay! Geiles Spiel, muss ich sagen. Also, ich habe es mir angeguckt. Also, die erste Folge habe ich mir angeguckt. Ja. Und muss sagen, gefällt mir. Ist auch ein bisschen speziell, weil auf einmal haust du da irgendwelche Nahkampf-Kombos raus. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Das habe ich immer noch nicht so ganz geschafft. Ja, ich habe damit irgendwie überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. Obwohl ich es kapiert habe, wie es funktioniert. Ja, ich hoffe, das kommt noch. Also gut, das ist halt eher so, keine Ahnung. Dann diese komischen Gollum-Viecher. Weiß ich nicht. Sind seltsam. Ja. Ich habe auch noch nicht allzu viel aufgenommen. Also ich habe bisher auch nur bis zur zweiten Folge aufgenommen. Ja, ey. Also, Spoiler, ich muss wieder aufnehmen. Wie immer. Aber das ist im Sommer auch echt irgendwie immer so eine Sache. Ja, nicht nur im Sommer, es ist allgemein so arbeitstechnisch eine Sache. Arbeit ist doof. Ja, also ich merke es im Sommer halt ganz extrem, ne? Das war halt bei mir die Hauptsaison. Irgendwie. Einen habe ich schon. Ah, du hast schon was, okay. Man kann sie eigentlich auch kaputt hauen, weil es sind immer die feste, also es sind dann irgendwie feste Blöcke da drin, wo was droppen kann. Achso? Ja. Ich hatte es auch schon, dass ich einfach einen Baum kaputt gemacht habe und da ist was drin gewesen, aber hier war jetzt nichts drin. Böms, Baum. Hey, größerer Baum. Sehr gut. Baue er den Baum ab. Das tut er geschwind. Willkommen zu einer spannenden Folge von, hier. Bauen Sie den Baum ab. Da habe ich auch ein schönes Spiel, also schönes, habe ich ein interessantes Spiel auf Steam gesehen. Das hat auch voll die tiefgründige Story. Ist mehr oder weniger so ein Minispiel, wo du Bäume zerhacken musst, ne? Also cool. Irgendwie das Bild und du zerhackst sie. Das hat voll die gute Story. Du spielst nämlich einen Typen, der Bäume hasst, weil Bäume seine Großmutter getötet haben. Ich hab vergessen, wie es hieß. Aber ich fand das lustig. Vor allem diese Idee so, er hasst Bäume, weil sie haben seine Großmutter getötet. Darauf muss man auch erstmal kommen irgendwie. Für so ein verdammtes Minispiel, weißt du, so, okay. Ja, es ist irgendwie verrückt. Ja, ich mag sowas irgendwie. Na, ja, wissen wir. Ja. Kann doch nicht sein, dass hier nur ein Setzling draus fällt. Das ist so scheiße. Ja, dann setz den hin. Ich meine, fürs Dach sollte es ja Pi mal Daumen reichen, oder? 13? Nein. Okay. Wir brauchen schon noch ein bisschen Zeug. Dann lass den Baum einfach normal zerfallen und fertig ist. Und ich gehe, du fängst schon mal an zu bauen, ich gehe schnell hier rüber, einfach ins Eisgebiet und baue nochmal ein bisschen was ab. Was fange ich an zu bauen? Das Dach. Achso. Du hast das Holz? Jetzt muss ich arbeiten, oder was? Ja. Oh Mann. Und ich flieg nach Malotze. Geh dort schön was saufen. Wird doch abgeschafft, habe ich letztens irgendwo nur als Überschrift gelesen. Was, Malotze? Also der Ballermann. Achso. Was? Ich habe es nur als Überschrift gelesen, ich kann dir keine Details sagen. Ja. Was macht denn hier der komische, dieser komische Nervsack da hier, der König von Malotze dann? Wein? Ist der arbeitslos. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Jürgens. Oder? Udo Jürgens oder so? Udo, nein. Nee, Jürgens war doch nicht. Jürgen. Jörg Pilate. Nein. Allgemeinbildung rules übrigens. Ja, vor allem, Allgemeinbildung, komm, das ist schon sehr spezielles Wissen. Naja, also für manche Leute ist es Allgemeinwissen, glaube ich. Ja, wer ist der denn? Es muss auch solche geben, genau. Jetzt will ich es wissen. Ich weiß zwar nicht wozu, aber jetzt will ich es wissen. Gib mir das Drews, Drews, irgendwas mit Drews. Jürgen Drews? Jürgen Drews, genau, deswegen kam ich mir auf. Ich doch, dass er Jürgen heißt. Jürgen! Ich finde den schlimm irgendwie, der Typ sieht doch voll assi aus. Ach Quatsch. Sieht voll normal. Sieht fast so aus wie wir. Nee, voll normal ist wieder wer anders. Stimmt. Ist der coolste Typ vom Welt. Schwabbel. Wir haben Hausverbot auf der Welt. Ballermann 6, ne? Oh Mann. Geiler Film.
eigentlich nicht. Das ist voll trashiger Film. Ich mag trashige Filme. Das hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Habe ich aber zum Glück alles nie gesehen. Das ist echt eine Bildungslücke. Ja, so viel zum Thema Allgemeinwissen, ne? Das hat gerade plopp gemacht. Hat hier gerade ein Huhn ein Ei gelegt. Ja, da drüben. Hey!